Ja, moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal S753. Folgendes, ich habe heute was Schönes bekommen. Ich habe es schon mal ausgepackt in dem Sinne, ne, also aus dem Umschlag. Daher kein richtiges Unboxing, sondern einfach nur eine kleine Präsentation. Und zwar die gute alte D-Mark. Ja. Hat mich jetzt auch nicht so viel gekostet und ich sag mal, das ist dann auch noch okay. Ich glaube rund 7 € zusammen mit Versand, sogar mit Sendungsverfolgung. Und ja, wir haben hier auch eine wunderbare Umrechnungstabelle und auch die wertvollsten D-Mark-Münzen hier abgebildet. Na, weil es kommt mit auf die Prägestätte an und auch unter anderem was draufsteht. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, und natürlich der Jahrgang. Also wirklich hochinteressant. Wir können das ja jetzt hier mal rausholen. Das ist hier von 48 bis 2002. Ich bin der Meinung, dass der Euro 2001 eingeführt wurde. Also wie die auf 2002 kommen, weiß ich jetzt nicht. So, natürlich haben wir es jetzt hier leer, ne? Ist auch sehr flach. Hier haben wir dann ein schönes Oval. Schön mit dem Brandenburger Tor. Das sind hier auch richtige Münzen, die können wir hier auch rausnehmen, ne? Also so ist es nicht. Allerdings, ja, würde sich das schwierig gestalten, das hier rauszufriemeln. Ich sag mal, das 5-Mark-Stück ist wahrscheinlich noch das einfachste hier. Aber selbst da haben wir kaum eine Chance. Also, bevor wir hier irgendwas kaputt machen, lassen wir das lieber so. Ich versuch's mal, indem wir einfach mal näher rangehen und das einfach mal so ein bisschen zeigen hier. Also, 5 Mark ist klar, der gute alte Heiermann. Dann haben wir hier die 2 Mark, 1 Mark. Ne? Getreu dem Motto. Hast du mal eine Mark für den Weltfrieden? So, dann haben wir hier die 50 Pfennig, 10 Pfennig, 20 Pfennig, so, ne, 10 Pfennig, 10, so, 20 Pfennig. Wobei, gab es nicht mal auch eine 20 Pfennig Münze? Da bin ich ja sicher, aber, boah, schon so lange her mittlerweile. Ja, dann haben wir natürlich hier den Fünfer. Den Zweier und den Einer, der Glückspfennig. Ja, ob das jetzt ein Glückspfennig ist oder nicht, dazu müsste man jetzt tatsächlich die Rückseite sehen. Dann sehen wir, ob es ein G ist oder A, D, F, J. Ich glaube, das waren die Prägestätten. Ja, und auf der Rückseite haben wir ein bisschen die Geschichte. Na? Zu dem, was jetzt da so passiert ist. Einführung, also ich lese es jetzt einfach mal vor. Einführung der Währung Deutsche Mark am 20. Juni 1948. Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949. Da war die D-Mark tatsächlich mal schneller als die Republik an sich. Prägung. Gut, wobei das ist auch nichts Neues, ne? Prägung der ersten Münze, erste deutsche Mark, 1950. Jahre des Aufbaus, Beginn des Wirtschaftswunders, 1952. Ich hoffe, das Wirtschaftswunder dürfen wir bald auch wieder erleben. Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, 1957. Die Deutsche Mark wird erstmals frei konvertierbar, was auch immer das heißt, 1958. Eiserner Vorhang, Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961. Fundament zur Wirtschafts- und Währungsunion WWU 1969. Vielleicht sieht sich da jetzt auch gerade wieder einer, ne, der das vielleicht sogar direkt noch miterlebt hat. Die D-Mark wird bestimmende Währung in Europa 1970. Dann hätten wir den Euro doch gar nicht gebraucht, oder? Wenn man damit
europaweit hätte bezahlen können. Schön wäre es gewesen, ey. Gründung des Europäischen Währungssystems, EWS 1978. D-Mark hält zweitgrößten Anteil an Weltwährungsreserven. 1988. Das Ende der DDR. Am 9. November fällt die Mauer. Also nicht wie immer gefeiert wird am 3. Oktober, sondern der 9. November. Ja, das war im Jahr 1989. So. Die D-Mark in der DDR. 3. Oktober Wiedervereinigung 1990. Also direkt ein Jahr später. Der Europäische Rat legt den Namen Euro fest. 1995. Die Europäische Zentralbank wird gegründet. 1998. Wenn man mal ehrlich ist, hat uns das jetzt auch nicht wirklich viele Vorteile gebracht. Im Gegenteil. Festlegung des Umrechnungskurses 1,95583 D-Mark gleich 1 Euro. Das war 1999. So. So viel zu dem Thema. Ja, was wir hier haben. Und wir können mit dem Euro, wie uns ja groß versprochen wurde, in allen europäischen Ländern, ja, soll man damit bezahlen können. Wenn man Glück hat, funktioniert es gerade in den Touri-Gebieten, ja. Aber sonst drumherum, ja, zum Beispiel, wenn jemand auf eigene Faust das Land erkundet und so, gar nicht. Ja. Also in sehr vielen Ländern gar nicht. Die beharren auf ihre eigene Währung. Schweden als Beispiel. Ja? Tschechien, Polen, ja? Und so weiter. Ja? Selbst England, ja? Also die haben an ihrem Pfund festgehalten ohne Ende. Ja? Und die sind ja mittlerweile raus. Ja, besser war's. Also ich persönlich sehe da keine großen Vorteile beim Euro. Ne? Nicht so, wie uns jedenfalls verkündet wurde. Also die Versprechen wurden bis dato nicht eingelöst. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es ja einfach so abrupt gemacht wurde und dass man nicht einfach gesagt hat, komm, wir lassen das so, wie es ist und fertig. Ja? Weil wenn, dann hätten alle erstmal die Währung haben müssen, verpflichtend. Na? Und dann hätte man vielleicht denn doch noch mal ganz anders agieren können. Vielleicht hätten sich dann die Preise auch ganz anders entwickelt. Na? Also sprich, es wäre vielleicht sogar günstiger geworden, na? Weil ja mehr Geld im Umlauf ist und so. Aber das Ding ist, das haben wir nie gemacht. Ja, und also ich persönlich finde die gute alte D-Mark doch besser. Ja? Und das hier, ne? 5 Mark war mein erstes selbstverdientes Geld durch Flyer verteilen, weil ich dann dadurch Kundschaft ranbekommen habe. Für Glas- und Gebäudereinigung. Das war, wo ich noch klein war. Ne? Pro Kunde, den ich bekam, also der rankam, sag ich mal, für unsere Family, für das Unternehmen, habe ich dann entsprechend einen Fünfer gekriegt. Oh, war natürlich schön. Ne? Hat auch immer geklappt. Zumal ich als Kind so clever schon war. Und bin direkt zu den Geschäftsführern. Also hier die, ne? Irgendwelche Mitarbeiter oder so. Nö, nö. War nicht. Der Chef musste ran. Ja. Ja. Also ich wusste schon, wer das Sagen hat damals noch. Naja. Und ich bin aber froh, dass ich das jetzt hier habe, nochmal so als Erinnerung. Ich habe auch nochmal irgendwo hier ein loses 5-Mark-Stück.
Habe ich mir auch extra organisiert gehabt, weil ja, das eben für mich nochmal ein bisschen Retro ist, also ein bisschen Retro-Feeling. Ich gucke gerade, ob ich die so auf Anhieb mal eben finde, also nicht wundern. Ah, ich habe hier lauter 2-Euro-Stücken. Ja, kann sich auch keiner antun hier. Euro, Euro. Aber nichts mit D-Mark hier. Doch, hier. Da haben wir sie. So, Moment. Haben wir gleich. Ha. 5 Mark. Da sind sie. Ne? Im Übrigen auch bei eBay organisiert, weil es letztlich günstiger war als auf dem Flohmarkt. Und ja, für mich ist das immer noch das beste Geld. Ne? Der gute alte Heiermann, was hat man dafür alles gekriegt? Ne? Und kleiner Tipp, wenn ihr quasi auch noch Heiermann, ja, wenn ihr da so an dem Namen auch hängt, ne? Schaut doch mal in Oldenburg vorbei. Steht auch bei Google zum Beispiel drin, ne? Heiermann, ne? Das Lokal. Also ist so ein kleiner Imbiss. Und wirklich sehr nett. Ja, und da gab es echt, klar, ein bisschen sind die Preise jetzt gestiegen, aber immer noch günstig und auch wirklich gut. Und ja, da gab es immer was so, ja, für einen Heiermann, ne? Also ich sag mal jetzt als Beispiel, Bratwurst, Pommes, Mayo und ein Getränk dabei. Hat nicht mehr wie ein Heiermann gekostet. Na? Woanders zahlt ihr weitaus mehr. Und der Laden heißt auch so. Na? Heiermann, Oldenburg. Ja, wie gesagt, also wirklich sehr nett. Und seid nicht zu früh, nicht zu spät da. Also kommt immer mit drauf an, weil oftmals, jetzt verschwindet natürlich wieder die Sonne, sitzt man wieder im Dunkeln hier. Oftmals ist es eben so, dass der Laden dann doch recht voll ist. Aber man kann ja auch drinnen sitzen. Also manchmal ist ja da auch Platz da. Ne? Und also echt super. Ne? Nur ja, die machen im Moment nur Außenbedienung, ne? Weil denen Personal fehlt. Ja, da würden sie normalerweise auch machen, aber wie gesagt, Personalmangel. Wie überall. Leider. Ja. Aber wirklich cool. Zumal die Mutter ist ja auch mittlerweile in Rente und ja, kann das auch nicht mehr so. Sie rennt da noch mal mit rum oder so, ne? Aber meine Güte. Ne? Ist aber ein anderes Thema und das habe ich auch, glaube ich, schon behandelt gehabt in einem meiner anderen Videos. Einfach mal durchgucken. Ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommi und so weiter, alles da oder umgedreht. Hauptsache ihr lasst was da. Natürlich immer konstruktiv, ist klar. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, ansonsten bleibt uns wohlgesonnen und danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse. Also, bis dahin.